Heute stelle ich euch die 10 reichsten kriminellen Banden vor. Auch wenn es heißt, Verbrechen lohne sich nicht, beweisen die Millionen, die die kriminellen Banden verdienen, das Gegenteil. Ich denke, jedem ist bewusst, dass eine illegale Tätigkeit wesentlich mehr einbringt als eine legale Beschäftigung. Was bekommt man also als Gegenleistung, wenn man sich einem Leben voller Verbrechen, Drogen und Gewalt anschließt? Im heutigen Video werden wir die 10 reichsten kriminellen Banden vorstellen. Lasst uns direkt eintauchen. Auf Platz 10 liegt die Soltyskaja Bratva, die größte und mächtigste Mafia Russlands. Diese soll jährlich 8,5 Milliarden Dollar einnehmen. Anatoly Xayev ist der Chef dieser gut geführten russischen Bande. Federico Ferresi, Professor für Kriminologie an der Universität Oxford und Experte für das weltweite organisierte Verbrechen, behauptet, dass ihre Organisation relativ weit verstreut ist. Dazu gehören zahlreiche kriminelle Aktivitäten, darunter Autodiebstahl, Geldwäsche und Auftragsmorde. Man geht davon aus, dass die Organisation mehr als 9000 Mitglieder hat, wobei der Drogen- und Menschenhandel ihre Haupteinnahmequelle ist. Auf Platz 9 das Medellin-Kartell. Diese Bande in Kolumbien ist Teil einer starken, ansehnlichen und gut organisierten Drogenkartells. Es handelt sich um eine kriminelle Organisation mit terroristischen Aspekten, die von Pablo Escobar in der kolumbianischen Stadt Medellin gegründet wurde. Pablo Escobar ist bekannt als einer der reichsten Gangster der Welt und kontrollierte schätzungsweise 40% der Industrie des Medellin-Drogenkartells. Die Gruppe war bekannt für ihre Verwicklung in den illegalen Kokainhandel, politische Gewalt, Bombenanschläge und Entführungen. Jedes Jahr erwirtschaftete die Bande mehr als 20 Milliarden Dollar an Einnahmen. Auf Platz 8 ist die Bande Camorra. Die italienische Mafia ist im alten Land immer noch aktiv, auch wenn die Strafverfolgungsbehörden die italienisch-amerikanische Mafia in den letzten Jahren deutlich zurückgedrängt haben. Die Camorra soll jährliche Einnahmen in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar erwirtschaften. Sie wurde im 17. Jahrhundert in Neapel gegründet und ist seitdem immer noch im Geschäft. Die Gruppe erzielt ihre Einnahmen durch die illegale Aktivitäten sowie Glücksspiel, Menschenhandel, Schutzgelderpressung und Geldfälschung. Als die Mitglieder freigelassen wurden, florierte die Organisation durch die Bereitstellung von Schutzdiensten und diente während der tödlichen politischen Konflikte des 19. Jahrhunderts. Auf Platz 7 die Yamaguchi Gumi. Die Yamaguchi Gumi, eine der bekanntesten Banden der Welt, ist eine von mehreren Gruppierungen. Mit einem geschätzten Jahresumsatz von 6,6 Milliarden Dollar ist sie die zweitgrößte kriminelle Organisation in Japan. Die Yamaguchi ist an verschiedenen Aktivitäten beteiligt, wie zum Beispiel an der Manipulation des Aktienmarktes und an der Online-Pornografie. Erpressung, Glücksspiel, Waffenhandel und Menschenhandel sind nur einige Beispiele dafür, wie diese kriminelle Organisation ihr Geld verdient. Laut Hiromitsu Suganuma, einem ehemaligen nationalen Polizeichef Japans, ist der Drogenhandel die Haupteinnahmequelle der Yamaguchi. Glücksspiel und Erpressung sind die beiden nächstgrößten Einnahmequellen, dicht gefolgt von der Konfliktbeilegung. Auf Platz 6 Giancretta. Die Giancretta ist eine Untergruppe der italienischen Mafia, die jährlich schätzungsweise 4,5 Milliarden Dollar einnimmt. Die Giancretta-Bande wurde im 19. Jahrhundert in Kalabrien gegründet. Gegenwärtig ist die Giancretta von Kalabrien nicht nur die mächtigste Mafia Italiens, sondern auch der größte Kokainhändler Europas. Sie hat stets gute Beziehungen zu ihren kriminellen Verbündeten unterhalten. Die Giancretta hat ihre rechtswidrigen und illegalen Aktivitäten ausgeweitet und investiert auch in illegale Unternehmen, die zur Geldwäsche und zum Drogenhandel genutzt werden könnten. Während die Giancretta viele gleiche illegalen Geschäfte wie die Camorra betreibt, hat sie durch ihre Beziehungen zu südamerikanischen Kokainhändlern hervorgehoben und hält einen bedeutenden Anteil am internationalen Drogenmarkt. Auf Platz 5 das Sinaloa-Kartell. Das Sinaloa-Kartell ist derzeit das größte Kartell in Mexiko. Sie erwirtschaftet schätzungsweise 3 Milliarden Dollar an Einnahmen. Schätzungen zufolge sind sie für 60% der jährlichen Drogeneinnahmen Mexikos in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar verantwortlich. Das Sinaloa-Kartell wird von El Chapo Guzman geleitet. Er ist berüchtigt für die unglaublichsten Gefängnisausbrüche. Er ist auch der Anführer einer der reichsten kriminellen Gruppierungen der Welt. Man sagt, dass die Amerikaner jährlich 100 Milliarden Dollar für illegale Drogen ausgeben, wobei die Rand Corporation schätzt, dass etwa 6,5 Milliarden Dollar davon an mexikanische Kartells gehen. Auf Platz 4 eine kleine Mafia. Die irische Mafia ist eine der wichtigsten Gruppen der organisierten Kriminalität in Irland. Die Mafia ist eher ein loser Zusammenschluss von Gangstern, kriminellen Familien und kriminellen Verbänden. Sie ist in so gut wie alles verwickelt, auch in den Einsatz von Waffen, Drogen und Geldwäsche.
aber die Bande konzentriert sich vor allem auf den Drogenhandel, denn damit verdient sie das meiste Geld. Auf Platz 3, die russische Mafia. Die russische Mafia ist eine 12-köpfige Organisation, die als Kontakt- und Kommunikationskanal dient. Diese Bande ist an verschiedenen kriminellen Aktivitäten beteiligt, um an ihr Geld zu kommen. Aber ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem Drogenhandel und dem Menschenhandel. Die jährlichen Einnahmen hieraus belaufen sich auf 8,5 Milliarden Dollar. Viele Gruppen teilen sich die illegalen Aktivitäten, mit denen die russische und die italienische Mafia ihre jeweiligen kriminellen Organisationen verwaltet. Auf Platz 2, Yakuza. Die Yakuza gilt als die reichste Bande, die es gibt. Durch eine Reihe von illegalen Wirtschaftsgeschäften und Handelsallianzen erwirtschaftet die Bande bis zu 13 Milliarden Dollar pro Jahr. Ihre Mitgliederzahl liegt bei 80.000 und mehr. Kenichi Shinoda leitet heute die Yakuza-Organisation. In Japan kontrollieren die Yakuza und ihre angeschlossenen Banden den Drogenhandel. Der Menschenhandel ist ein bekannter Schwerpunkt mehrerer Yakuza-Organisationen. Auf Platz 1, die Triaden. Schließlich sind wir zur letzten Bande gelangt. Die Triaden sind eine bekannte kriminelle Vereinigung, die ihren Ursprung in Macau, Hongkong und Taiwan hat. Die heutigen Triaden wurden gegen Ende des 17. Jahrhunderts gegründet. Sie haben sich auch in anderen Teilen Südafrikas, der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Brasiliens und Russlands ausgebreitet. Überall auf der Welt existieren die Triaden auf unterschiedliche Weise weiter. Jedes Jahr bringen sie 100.000 Menschen durch Menschenhandel in die USA. Niemand bestreitet, dass ein Krimineller ein beachtliches Vermögen verdienen kann, aber die Folgen können katastrophal sein. Die meisten der Kriminellen auf der genannten Liste verbüßen immer noch ihre Strafen im Gefängnis. Teilt uns doch mit, was eure Meinung dazu ist und vergesst nicht, das Video zu liken. Abonniert auch den Kanal und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut!